Hallo Leute und willkommen zurück im Redstone Bunker von The Joecraft zu einer neuen Folge. Wir wollten nämlich heute die zweite Möglichkeit machen. Als erstes brauchen wir einen Amboss. Und diesen Spender. Nein, den müssen wir erstmal da rein tun und dann können wir das umbinden. Fahrpreis. Eine Bunkermünze. Wir brauchen einen Flipflop, denn wir müssen uns hier eine tolle Eigenschaft eines Komparators zunutze machen. Eines Komparators, der im Compare-Modus ist. Und zwar, wenn der hier, der wird ausgefahren, dieser Kolben, und dann wird was das mit dem schönen Leben. Ja, so, wenn dieser hier ausgefahren wird, ist hoffentlich, wenn hier, Moment, das muss ich jetzt mal schnell ausprobieren. Der wird ausgefahren, oder? Ja, das wird er. Ich verstehe gerade nicht ganz. Doch, ich verstehe wieder. Auf einmal versteht er. Und er verstand, warum die Technik nicht funktioniert. Das haben wir im letzten Part gebaut. Im letzten Part haben wir also eine Technik, die nicht ganz funktioniert, gebaut. Die genau vor sowas schützen soll. Nur wenn hier wirklich einer der heiß begehrten Bunkermünzen eingeworfen wird, geht es an und es fährt los. Ansonsten bleibt auch diese Schiene hier aus. Sehr schön. Und nur wenn man noch zwei Emeralds zusätzlich ein, dann gibt es auch einen Splash, einen Splash Potion der Nachtsicht dazu geschenkt. Wir sagen jetzt, dass man damit als Bunkerbesitzer reich werden kann. So, wir brauchen nämlich jetzt eine, wie machen wir das am besten? Nachdem wir viel sinnloses Gewarfe gemacht haben, werden wir uns jetzt wieder mal einer produktiven Sache widmen. Und zwar widmen wir uns jetzt Na, das funktioniert, das wird so nicht funktionieren, das wird so nicht funktionieren, das wird... Doch, das funktioniert. Natürlich funktioniert das. Warum sollte das nicht funktionieren? Und aus irgendeinem Grund brauche ich nochmal meinen Amboss, denn ich habe meinen alten Mist. Nein, kein Erfahrungsfläche möchte ich, sondern ich möchte... Was war es, was ich wollte? Ich wollte doch... Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich wollte einen Amboss, und zwar einen, der noch nicht beschädigt ist. Und mir da nochmal mein Nachtsicht. Punkt 2. Nein, 2 Bunker Münzen
Ja, wir nehmen es halt von den Lebenden. Weil die Toten es sich nicht leisten können. Nachtsicht trank zwei Bunkermünzen. So, dann nehmen wir uns ein Schild. Mehr Technik erleben. Mehr Technik, Ben. Nachtsicht Trank für nur BMS. Zwei Bunkermünzen. So, das ist ganz wichtig, den Nachtsichttrank zuerst bezahlen. Zahlen, Ausrufezeichen 3 mal 3. Wichtig, den Nachtsichttrank zuerst bezahlen. Ja, und dann fährt hier auch schon eine Person ab. Jo. Vielleicht sollte man machen, dass man zur Belohnung für bestimmte Sachen gratis Coins bekommt. Jetzt brauchen wir nur noch die Technik dahinter. Wieso habe ich das jetzt zugemacht? Ich bin jetzt irgendwie bin ich neben der Spur. Ich glaube, ich beende nach der Aufnahme hier meine Session und mache dann. Ich glaube, es sollte für diese Woche reichen. Gut, dann müssen wir das so machen. Also ich baue jetzt hier als erstes mal die die Abfuhrmaschine für alles, was falsch ist. Für alles, was richtig ist, wird die dann woanders lang geführt. Und zwar kommt dieses Maschinchen für alles, was jetzt richtig ist, also alles, was Bunkermünze heißt. Alles, was Bunkermünze heißt und was es auch ist, kommt nämlich dann hier hin. Na, und dann können wir das ganz einfach abführen mit dem bekannten Mittel. Wenn man es richtig bauen könnte, wäre man im Vorteil. Ja, wäre man wirklich. Ja, die Kunst der Redstone-Technik, dessen sind nicht alle mächtig. Gut. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Ist eigentlich eine ganz einfache Technik. Dann eine Fackel. Das sind so die Mechanismen, die man können sollte. Und check. Jetzt habe ich schon wieder falsch gebaut. Sag mal, was ist denn heute hier los? Ja, gut, das wird auf jeden Fall für heute die letzte Folge sein. Für euch auf jeden Fall. Für euch und für mich auch.
So viel Baufehler, wie ich hier mache. Ich muss da mal schauen, was ich rausmachen kann. Ich bin jetzt schon müde. So, jetzt aber. Kriegen wir es heute noch hin? Ja, kriegen wir. Wir haben es hingekriegt. So, fertig getrichtert. Und immer wenn es hier ein Output gibt, hier können wir uns den rausnehmen. Wenn es da ein Output gibt, geht hier die Fackel aus und hier die Fackel an. Das heißt, wir können uns hier bequem ein Signal rausnehmen. Immer daran denken, Redstone läuft nur 15 weg. Glocke 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lock. Aber nicht so geschickt. Wo müssen wir das hinführen? Das überlege ich mir auch gerade. Wo muss das Signal am Ende hinkommen? Ah, bis da vorne. Also, Moment. So, ich muss jetzt mal kurz orientieren. Da vorne muss das Signal hin, da hinten sind wir gut. Also brauchen wir Stärker. So. Wie viele Blöcke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kommt da der Verstärker hin? Und schließlich muss es jetzt so sein, dass am Ende die Frage ist, wodurch wird er jetzt aktiviert? Muss ein Bud-Switch sein. Tiefer positioniert hat er dann immer noch. Hier bleibt er gut. Dann können wir das so lassen. Wenn man den einmal bepowert, geht er an und wieder zu. Gut. Das ist unser Flipflop. Wobei der dann so sein muss, oder? Nein, der hat ausgehört. Hier muss noch einer hin. Wenn der ausfällt, wird alles runtergedrückt. Lass mich mal kurz gucken. So wird nichts gut. Dreier Flipflop. Gut. So. Nein, umgekehrt. Wenn aktiviert ist. Moment, wie läuft das? Wenn aktiviert ist. Dann wird kein Signal durchgelassen. Das heißt, so rum. Ist schon richtig so. Und wenn hier ein Signal, wenn hier ein Signal entnommen werden kann, was jetzt ist, dann wurde der Potion aktiviert. Ja. So, dazu müssen wir aber erstmal unsere Leitung hier bauen. So, 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 so. Ja, das muss auf jeden, das hat zu reichen, zack.
So. Jetzt brauchen wir nur noch diese Leitung hier zu einer Lampe zu führen, damit uns auch angezeigt wird, dass der Vorgang auch erfolgreich war. Und dazu brauchen wir hier jetzt einfach mal aus Sicherheitsgründen, beziehungsweise auch aus Sicherheitsgründen, aber vor, naja, Sicherheit ist es nicht. Das ist einfach absichtlich, muss es so sein, sonst wird ja die Leitung bepowert. Das ist nicht Sicherheit vor Bugswitch, sondern es ist einfach so. So. Gut, dass das gerade leuchtet. Dann kann man auch sehen, wo man hintreffen sollte. Redstone-Lampe brauchen wir. Und wenn die drin ist und leuchtet, heißt das für uns, der Trank wurde aktiviert. Nachtsicht, Trank. Ja, aktiviert. Ich habe das Ganze jetzt hier so schön gebaut. Und testen tun wir das dann in der nächsten Folge. Das heißt, man muss erst hier den Bunkercoin einwerfen, dann hier. Wobei hier eine Münze, also mehr. Na, mehr. Tech. Nick. Erleben. Nachtsicht dran. Eine. Nur eine Münze. Gut. Ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.